Schönen guten Abend oder guten Spätnachmittag. Ich bin im Moment noch so ein ganz kleines bisschen verwirrt wegen der Sommerzeitumstellung. Ich hoffe, Sie sind alle gesund und munter jetzt an den Rechnern und gucken uns zu. Wir haben heute Abend ein ganz interessantes Thema mit Forum Gesundheit. Und zwar geht es um ein Thema, das durchaus die Lebensqualität verändert und verändern kann. Und wir haben uns da jemanden eingeladen, der da sehr viel zu sagen kann. Es geht heute Abend um das Thema Zähne und da ganz speziell um das Thema Zahnimplantate. Wer könnte das besser tun als jemand, der jeden Tag damit zu tun hat? Ich bin sehr, sehr froh, dass ich Ihnen heute Abend den, jetzt passe ich auf, damit ich das alles ganz genau mache, das ist nämlich der Dr. Med, Dr. Med Dent, David Karl Troll. Der Herr Dr. Troll, ich kürze das jetzt mal der Einfachheit halber ab, ist der Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am St. Martin, am Evangelischen Evangelischen Stift, Stift genau. St. Martin, das Gemeinschaftsklinikum Genau. Mittelrhein. Also wer das auf eine Visitenkarte bringt, der ist wirklich gut. Dr. Troll wird heute Abend über das Thema Zahnimplantate sprechen. Ich habe jetzt noch so zwei, drei kleine Sachen. Zunächst erstmal, wenn Sie Ihren Bildschirm ansehen, unten unter dem Bild ist bei Ihnen ein F- und A-Knopf. Das ist der Knopf, wo Sie jederzeit eine Frage reintippen können. Wir sammeln die Fragen. Entweder grätsche ich so ein bisschen dazwischen, wenn es passt, oder wir gehen am Ende hin und dann beantwortet Dr. Troll die ganzen Fragen, die sich im Laufe des Vortrages gesammelt haben. Zögern Sie also nicht. Und ansonsten kann ich sagen, dann wünsche ich jetzt gute Unterhaltung, hätte ich nicht gesagt, sondern viel Information und bis später. Vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wie Sie wissen, vor 2 Wochen ist der Vortrag leider kurzfristig ausgefallen. Mich hatte das allgemeine Thema, was im Moment alle betrifft, leider auch für eine Woche außer Gefecht gezogen. Und ich bin auch an Corona erkrankt. Mittlerweile ist alles wieder in Ordnung und wir können den Vortrag dann heute zeitnah nachholen. Ja, ich hoffe, Ihnen geht's gut und von den einführenden Worten haben Sie ja schon was gehört. Also wenn Fragen von Ihnen sind, die passend wirklich zur aktuellen Folie oder zu dem, was ich gerade sage, so mache ich das auch immer bei meinen Live-Veranstaltungen im Evangelischen Stift. Zögern Sie nicht, schreiben Sie gerne dann die Frage direkt rein. Wenn die gerade sehr, sehr gut passend ist, können wir die direkt beantworten und alle anderen Fragen, die sich so aufsammeln oder von mehreren Personen dann mehrfach gestellt werden, die werden wir gerne hinterher dann nochmal beantworten. Ja, dann würde ich vorschlagen, verlieren wir keine Zeit und starten mit dem Vortrag über die 3D-Zahnimplantate. Und ich möchte Ihnen da kleine verschiedene Techniken vorstellen, die ganz innovativ sind und wie wir heute auch kleinere Probleme, die vielleicht da auftreten, ganz gut umgehen können. Ja. Dann möchten wir jetzt mit der Präsentation starten. Als erstes lassen Sie mich ein paar kleine Worte verlieren zur Mundgesundheit allgemein. Ich möchte schon kurz uns mal anschauen, wofür ist das eigentlich so wichtig? Warum ist das für viele Leute halt wichtig, wieder ordentlich kauen zu können? Es geht nicht nur um den Genuss von Nahrungsmitteln. Also das ganze System des Mundes ist halt dafür da, sagen wir mal, wir können gut damit arbeiten, wenn es entzündungsfrei ist, beschwerdefrei und die Funktionalität gegeben ist. Wir brauchen ordentliche Zähne, die Schleimhaut muss von guter Beschaffenheit sein, die Kiefergelenke und die Speicheldrüsen ebenso. Warum ist das uns so wichtig? Schauen Sie mal da, sehen Sie mal ein Bild. Also zum erster Linie lebenswichtig ist natürlich das System, muss man ganz klar sagen, für Nahrungsaufnahme. Wir haben natürlich heute in der Medizin andere Methoden entwickelt, wenn da mal durch Tumorerkrankungen oder akute Infektionen irgendwelche geschehen, die normale Nahrungsaufnahme nicht notwendig ist, haben wir natürlich Methoden entwickelt, das auch zu umgehen. Aber letztendlich in der freien Natur ist es für Lebewesen natürlich lebensnotwendig, die Nahrungsaufnahme. Bei uns Menschen hingegen natürlich auch die Kommunikation, ganz wichtiger Aspekt im Hinblick auf die Zähne und insgesamt das Mund- oder sozusagen das stomatognate System.
Die ästhetische Funktion ist natürlich auch extrem wichtig. Strahlend weiße, schöne Zähne, wie Sie das heute überall in den Medien oder anderen Sachen sehen, ist natürlich auch immer wieder ein größerer Aspekt, ne? Worauf die Leute sehr großen Wert legen. Und natürlich die soziale Komponente, ne? Also ordentlich zu kauen, mit Leuten ordentlich zu sprechen, ein Essen zu veranstalten, wenn oder mit der Familie zusammenzusitzen und Essen zu machen, ist halt extrem wichtig. Normales Gebiss ist so aufgebaut, dass wir in der Regel vorne die Frontzähne haben. Das sind die kleinen Frontzähne bis zum Eckzahn. Danach finden sich zwei kleinere Backenzähne und dann zwei größere Backenzähne nach hinten gehend. Und nicht zu vernachlässigen sind dann die Weisheitszähne, die noch weiter hinten stehen. In der Evolution hat es sich so gezeigt, warum müssen die Weisheitszähne heute oft entfernt werden? Weil durch unsere leichtere Nahrungsaufnahme ist es so, dass sich die Größe des Kiefers der leichteren Nahrungsaufnahme eher anpasst. Der Kiefer wird kleiner und in der Regel bei den meisten Patienten oder Leuten ist es heute so, dass die Weisheitszähne nicht ausreichend Platzfunktion haben und dadurch oft entfernt werden müssen. So, wir gehen weiter. Ich möchte Ihnen gerade zwei wichtige Erkrankungen, die halt für die Mundgesundheit entscheidend sind, vorstellen, damit wir darüber auch kurz gesprochen haben, die häufigst zu dem Zahnverlust führen können. Einmal ist es die kariöse Erkrankung, die aufgrund von Bakterien und der Aufnahme von Zucker den Zahnschmelz angreift und dadurch die Zahnhartsubstanz schädigt, häufig zu Zahnverlust führend. Auf der anderen Seite die Parodontose. Das sind Bakterien, die quasi die in den Zahnfleischtaschen sich befinden und dadurch zu Entzündungen am Zahnfleisch und damit auch zum Knochenverlust, zum Verlust des sozusagen Zahnhalteapparats führen können. Wir gehen weiter. Da haben wir einmal ein schönes Bild. Karies greift halt einmal die Zahnhartsubstanz an und die Parodontose greift einmal die Zahnbefestigung sozusagen an. Wir gehen auch schnell weiter. Hier, das war nur eine kleine Übersicht. So, hier sehen wir so eine Karies, die da am Zahnschmelz ansetzt und dann etwas größer wird und anfängt mit einer Zeit dann auch zu schmerzen, weil die Entzündung in das Zahnmark greift und dann auch zu Abszessen am Zahn, am Kiefer führen kann, dann ist es schon deutlich weit fortgeschritten. Wie kann man das behandeln? Zahnkaries würde man durch Bohren an der Zahnhartsubstanz, durch Füllungen, heute in der Regel Kunststoff, Keramik oder auch früher Amalgam als Substanz. Wenn das Zahnmark, die innere weiche Substanz, sozusagen das Lebendige des Zahns schon angegriffen ist, dann muss gegebenenfalls auch schon eine sozusagen Wurzelkanalbehandlung durchgeführt werden. Das ganze entzündete Gewebe muss entfernt werden und wird mit einem Stoff aufgefüllt, um den Zahn von innen wieder entzündungsfrei zu bekommen. Parodontose sehen Sie hier links auf dem Bild. Der Zahn steht voll im Knochen, dieses orangene Knochengewebe. Und auf der rechten Seite sehen Sie eine fortgeschrittene Parodontitis, eine Entzündung des Zahnfleisch bzw. ausbreitend auf den Knochen, welche dann mit der Zeit zum Verlust des Knochens führt und dann zu einer Lockerung des Zahnes. Hier sehen wir mal ein Bild rechts, ein schönes Bild mit gut gepflegtem Zahnfleisch, gut gepflegte Zähne links mit sozusagen Plaque-Anlagerung, die dann schon zu einer fortgeschrittenen Entzündung am Zahnhalteapparat geführt haben. Sie können sich vorstellen, dass die Zähne dort schon mittlerweile locker werden und dann eine schlechte Prognose haben, wenn man da nicht frühzeitig entgegenwirkt. Wie kann man das am besten in den Griff bekommen? Es gibt parodontale Behandlungen, die frühzeitig, für Sie ist eigentlich zu merken, dass man Zahnfleisch und Zähne ganz gut oder den, sagen wir mal, den Zahnspalt am Zahnfleisch ganz gut reinigen kann mit einer professionellen Zahnreinigung, die man regelmäßig in Absprache mit Ihrem Zahnarzt, je nachdem mindestens, sagt man, in der Regel zweimal jährlich durchführen sollte. So, jetzt genug der langen Worte über Erkrankungen der Zähne. Jetzt kommen wir langsam mal zum, wenn das alles nicht geholfen hat, die Behandlung der beiden Erkrankungen und es dann doch letztendlich zum Zahnverlust gekommen ist, dann müssen wir die Zähne wieder ersetzen. Dazu kommen wir jetzt. Also nochmal, um auf die
Lebensqualität zurückzukommen. Es gibt Studien, wo die zeigen, dass die Lebensqualität in Abhängigkeit von der Mundgesundheit, also ordentlich kauen, ordentlich sprechen, ästhetische Funktion und die soziale Komponente, für ältere Patienten zum Beispiel an Weihnachten mit der Familie zu essen, ohne dass die Prothese rausfällt oder besser noch festsitzt ist, ist ein sozialer Event, worauf man sich dann freut. Also es gibt da Studien, die sagen ganz klar, die Abhängigkeit der Lebensqualität vom Zustand der Mundgesundheit ist, umso älter man wird, umso wichtiger. Man kann weniger, wenn man ganz hoch betagt ist, weniger Aktivitäten meist machen wie Sport oder andere, sagen wir, Action-Freizeitaktivitäten. Aber die Familienevents mit der Familie, Weihnachten, Geburtstage, andere wichtige Ereignisse sind für ältere Menschen wichtig, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Somit ist eigentlich plausibel, warum die Lebensqualität in Abhängigkeit von der Mundgesundheit im Alter deutlich steigend ist. So, jetzt sehen Sie hier Beispiele für Zahnprothesen. Hier im Unterkiefer auf der linken Seite sehen wir eine Prothese, die einfach, wie man das so kennt, eine Vollprothese, die einfach auf das Zahnfleisch aufgesetzt wird, vielleicht mit ein bisschen Befestigungsmaterial, Kleber sozusagen, Prothesenkleber angeklebt wird. Sie können sich vorstellen, wenn da Kaubelastung links oder rechts drauf kommt mit harten Speisen, hebt es immer so auf der einen oder anderen Seite hoch. Also die müssen schon sehr gut sitzen, sonst ist da die Kauqualität schon deutlich eingeschränkt. Auf der anderen Seite rechts sehen wir eine Prothese, die so kombiniert ist. Durch diese Klammern da weiter im Bild sehen Sie, damit ist die an den verbliebenen Zähnen sozusagen befestigt, klammert sich da so fest. Dadurch haben wir natürlich einen viel stabileren Halt, als wenn wir rein eine Prothese haben, die auf dem Zahnfleisch liegt. Hier haben wir beide Komponenten, einmal am Zahn festgehalten mit den Sätteln hinten, die auf dem Zahnfleisch liegen, auf der anderen Seite nur Zahnfleisch getragen. Wir gehen weiter in der Präsentation. Jetzt sehen wir das mal am Oberkiefer. Sie sehen das, Sie kennen das, am Oberkiefer ist oft bei so Vollprothesen der ganze Gaumen mit bedeckt. Für die Kauqualität, die Geschmacksempfindung, auch das Gefühl beim Essen, ist das für die Patienten oder die Leute schon einschränkend. Das muss man ganz klar sagen. Auch der Sitz kann oft hier schwierig sein. Also der Zahnarzt, wenn er erfahren ist, kann er das schon ganz gut machen. Aber es ist schon ein anderer Tragekomfort, wenn wir zum Beispiel auf der rechten Seite sehen. Da haben wir jetzt auch Zähne ersetzt im hinteren Bereich, die auch wieder durch diese Metallgerüste, die Sie da sehen, auch an den anderen Zähnen, die noch vorhanden sind, befestigt sind. Der Bügel, den Sie da sehen, der Metallbügel über den Gaumen, ist deutlich dünner und lässt auch Fläche des Gaumens offen. Ne? Der Tragekomfort dort ist und der Kaukomfort und Kauqualität ist natürlich deutlich angenehmer, je fester die Prothese noch vielleicht an den Restzähnen verankert ist. Wir gehen weiter, wir schauen uns jetzt schon mal eine noch schickere Prothese an. In dem Fall haben wir mehr, Sie sehen jetzt hier ein Beispiel, da sind verschiedene Pfeiler noch angebracht. Über die Anzahl der Pfeiler, jetzt auf der einen Seite sehen Sie da links im Unterkiefer eine Prothese, die auf verschiedene Pfeiler, sozusagen Teleskoppfeiler, wo die Prothese einfach drüber gesetzt wird und dadurch eine extrem stabile Verankerung aufweist. Der Vorteil an der Prothese ist, die kann man abziehen und die unten drunter die Pfeiler und die Prothese sehr gut sauber machen, um dann wieder anzuziehen. Die Prothese wird dauerhaft getragen, die kann nachts, tagsüber im Essen getragen werden. Lediglich zum Saubermachen, zweimal täglich sollte man die entfernen. Auf der rechten Seite sehen wir dasselbe im Oberkiefer. Und Sie sehen, der Tragekomfort da durch das wenige Zahnfleisch, was abgedeckt ist, durch den Kunststoff an der Prothese, ist natürlich deutlich besser. Und die Prothese ist wirklich, wenn die gut passt, schwer raus und reinzunehmen. Wenn die drin ist, fühlt sich das eigentlich an wie echte Zähne. So, wir gehen weiter. Wir sehen eine andere Verankerung auf der linken Seite. Das wäre zum Beispiel für den Unterkieferbereich mehr. Man kann die einzelnen Pfeiler, wie Sie da sehen, auch noch miteinander verbinden. Dann hätten wir sozusagen eine Stehkonstruktion, noch mehr Auflagerungsfläche für die Prothese und noch mehr vielleicht in dem Fall im Unterkiefer Stabilität, weil die richtig plan die Zähne abgestützt sind. Die Kaufunktion in dem Beispiel wäre jetzt genauso wie mit eigenen Zähnen, da können Sie genauso fest zubeißen, als wären es Ihre eigenen Zähne.
Auf der rechten Seite sind wir zum Beispiel, wo auf einer Seite die hinteren Zähne, die Seitenzähne, die Backenzähne quasi fehlen. Das wäre natürlich ein Bereich, den man ersetzen müsste. Entweder man macht es durch eine herausnehmbare Prothese, wie wir eben gesehen haben, die vielleicht an den anderen Zähnen verankert ist, mit so einem Bügel vielleicht auf die andere Seite geht, um ein bisschen Stabilität zu gewährleisten. Wenn man das nicht möchte, hat man nicht viele Möglichkeiten. In dem Fall müsste man wirklich die hinteren Zähne hier durch Implantate, man muss nicht jeden Zahn einzeln ersetzen, man kann ja auch sehr, sehr gut 2 Implantate und 3 Zähne als Brückenkonstruktion darauf setzen. Jetzt kommen wir mal das Implantat. Ich merke bei meinen Patienten, die wir betreuen und die oft zu uns kommen, dass es da in der Kommunikation doch häufig Probleme gibt, wenn wir für uns Begriffe verwenden, die für uns eigentlich ganz klar sind. Und der Patient denkt manchmal da ein bisschen anders. Ne? Der denkt dann, okay, das Implantat kommt rein, dann ist ja die Krone auch schon mit dabei oder das gehört zusammen oder die Implantat. Deshalb möchte ich Ihnen kurz da einmal zeigen, wie so ein typisches Implantat eigentlich aufgebaut ist. Wir haben einmal die Komponente unten, die etwas dunkler ist auf der linken Seite. Häufig jetzt in der Regel Titan, rein Titan oder in manchen Firmen Oberflächenbeschaffenheit, die bearbeitet ist, noch anderes. Oder mittlerweile gibt es auch Keramikimplantate mit einer Keramikoberfläche. Die Langzeitstudien sind noch nicht so lange gehend, weil die Benutzung einfach noch nicht so lange ist. Im Moment zeigen sich aber ganz gute Ergebnisse bei den Titanimplantaten und bei den Keramikimplantaten auch, wo die Prognosen schon ganz gut sind. Wo die Reise hinführt und in 20 Jahren ärgern wir uns vielleicht, ob das für ein Titan oder eher ein Keramikimplantat gesetzt haben, das muss individuell mit dem Patienten besprochen werden. Ne? In der Regel geht heute im ästhetischen Frontzahnbereich, wo man damit rechnen muss, dass im Laufe der nächsten Jahrzehnte bei jungen Patienten vielleicht auch ein bisschen Zahnfleisch mal Schwund kommt, dass wir das dunkle Titan nicht durchschimmern sieht, wird man vielleicht eher zum Keramikimplantat tendieren, wenn es im Seitenzahnbereich irgendwo hin ist, wo die nicht damit zu rechnen ist, dass das irgendwann mal durchschimmert, würde man, oder bei mehr Implantaten, wo ganze Prothesen befestigt werden, würde man vielleicht eher im Moment noch zu Titanimplantaten raten. Also im Prinzip ein Dreieraufbau, da der eigentliche Körper, der im Knochen sitzt, der Aufbau, der auf den Körper später draufkommt, wenn die Einheilphase vorbei ist, und später die Krone, die auf den Körper aufgesetzt wird. Das wäre der typische Aufbau eines solchen Implantates. Bei den Keramikimplantaten sieht es ein bisschen anders aus. Die werden fast heute auch, kann man in der Form setzen. Es gibt auch welche, bei denen sind einteilige. Da guckt der Körper oben schon raus und die Krone kann direkt auf das einteilige Implantat mit Aufbau schon gesetzt werden. Also da müssen Sie, wenn Sie ein Implantat von Ihrem Zahnarzt oder Chirurgen bekommen, sich gut informieren lassen. Es gibt wirklich für individuelle Situationen unterschiedliche Möglichkeiten, und das muss in dem Gespräch natürlich herausgefunden werden, was da am besten zu Ihnen passt, wie die Vorstellung ist. Da muss natürlich eine gute Beratung erfolgen, was das Implantatsystem und die anderen Sachen angeht. Wir gehen weiter im Text. Hier sehen wir nochmal eine Reihe von Implantaten, in dem Fall Titanium. Die gibt es in verschiedenen Größen, mit verschiedenen Gewinden, mit verschiedenen Durchmessern. Und da ist es wichtig, da natürlich das richtige Modell für Ihre Belange dann auch auszusuchen, was dann intensiv bei der Aufklärung oder bei der Planung mit Ihrem Chirurg oder auch in enger Kombination mit Ihrem Zahnarzt, wenn der Zahnarzt sagt, der Chirurg soll die Implantate setzen, der Zahnarzt macht später die Prothetik drauf, in enger Abstimmung erfolgen sollte. Das ist bei uns auch ganz wichtig und da legen wir großen Wert drauf, weil nur so kann man die bestmögliche Therapie für den jeweiligen Fall dann auch aussuchen. Hier in dem Bild sehen Sie jetzt mal, das wären diese Implantate von Keramik, von dem wir eben gesprochen haben. Auf der rechten Seite sind wo dann der Aufbau noch befestigt wird und die Krone draufkommt. Ganz links sehen Sie ein einteiliges Implantat, was schon oben der Teil dann aus dem Zahnfleisch rausragt, wo dann direkt nach der Einheilphase die Krone drauf zementiert werden kann, wo die befestigt werden kann.
So, jetzt haben wir uns die Materialien angeschaut. Jetzt schauen wir uns mal so einen kleinen Verlauf an, wie so eine Implantation stattfindet. Sie sehen auf der linken Seite so einen Querschnitt durch so einen Unterkieferknochen. Die etwas dunkle Oberfläche ist beispielhaft das Zahnfleisch dargestellt. Die etwas heller graue Sache ist der Kieferknochen. Und Sie sehen jetzt da, dass im ersten Bild die Zahnfleischoberfläche etwas aufgeklappt ist, einfach um auf den Knochen gut draufschauen zu können. Mittlerweile gibt es auch minimalinvasive Methoden, wo man nur den Zugang, den das Implantat braucht, hat. Auch beides hat Vor- und Nachteile. Da ist auch wichtig ein individuelles Gespräch. Man kann nicht sagen, minimalinvasiv ist immer besser als minimalis. Und also das kann man überhaupt nicht sagen. Man muss das schon ganz individuell für Ihre Situation besprechen. In der Regel erfolgt dann, wie Sie im zweiten Bild sehen, die Einbringung des Implantats, das Einbringen des Implantates und das Zahnfleisch wird wieder zugemacht. Es gibt auch Implantate, die schauen sofort raus, die bleiben, gucken dann, die nutzt man im Seitenzahnbereich, wäre das auch kein Problem. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Beispielhaft hier haben wir ein Implantat, was in den Knochen eingebracht wird und dann das Zahnfleisch wieder zugemacht. Im dritten Bild sehen Sie dann nach einer Einheilphase, die auch individuell sehr unterschiedlich sein kann, von Sofortbelastung mit Soforteinbringen einer Krone bis hin zu 6 Monaten Einheilphase im ganz konservativen Bereich. Die Zeit muss auch individuell für Ihren Patientenfall mit Ihrem Arzt natürlich besprochen werden. Und dann kann auch auf diesen Aufbau, den Sie dann im Bild 3 sehen, kann dann, wie Sie im Bild 4 sehen, dann irgendwann dann auch zur Belastung die Krone befestigt werden. So, wir gehen weiter und schauen uns jetzt mal ein paar Bilder noch an. Man kann auch nicht immer sagen, jeder, die beste Versorgung eines fehlenden Zahnes ist ein Implantat. Das ist auch falsch. Es gibt eigentlich nie, wo man sagen kann, das ist immer so, das ist in der Medizin selten richtig. Wenn wir zum Beispiel, wichtig ist auch, das gesamte Gebiss sich anzuschauen. Wie sieht es aus mit den Nebenerkrankungen? Wo es wichtige Aspekte gibt, auf die man sehr, sehr gut aufpassen muss, um vielleicht Probleme bei der Implantation im Vorfeld zu beheben. Kleine Schlagwörter wären zum Beispiel hier: Rauchen ist ein hoher Risikofaktor, Diabetes mellitus vielleicht, natürlich, was die Blutungen angeht, was zum chirurgischen Komplikationen gehört, vielleicht blutverdünnende Medikamente, die sozusagen Bisphosphonat-Therapie, die häufig angewendet wird bei Tumorpatienten oder Osteoporose. Das sind so Faktoren, die halt im Vorhinein abgesprochen werden müssen, um dann Erfolg zu gewährleisten. Kommen wir zurück zu den Zähnen, die wir da sehen. Also ein Zahn fehlt, die Nachbarzähne sind super. Dann muss man aus medizinischer Sicht sagen, da bietet sich eine Implantation wirklich an. Wenn wir jetzt hingegen uns die Nachbarzähne anschauen und die Nachbarzähne haben vielleicht schon beide links und rechts daneben eine alte, schlecht sitzende, beschädigte Krone drauf, die eh vielleicht erneuert werden müsste, dann ist es vielleicht in einem besser zu überlegen, die beiden alten Kronen links und rechts daneben zu entfernen und eine sehr schöne ästhetische Brückenkonstruktion drauf zu machen. Also man kann nicht sagen, jede Lücke ist die Implantation, weil sie die vielleicht teuerste oder beste Alternative ist. Man muss wirklich sich die individuelle Beschaffenheit der Situation anschauen und die Nachbarzähne spielen ja auch eine große Rolle, ob man vielleicht eher zur Brücke oder zum Implantat kommt. Das muss man auch im Einzelfall immer mit dem Patienten vorher ganz wichtig auch die Alternativen besprechen. Letztendlich gibt es drei Möglichkeiten: eine herausnehmbare Prothese, eine Krone oder Brücke, die darüber geht, oder ein Implantat. Das sind in der Regel drei Möglichkeiten, die immer besprochen werden müssen. So, wir gehen weiter. In dem Beispiel, wo jetzt nach hinten raus kein Zahn mehr kommt und wir haben eine fehlende Reihe nach hinten, da ist es natürlich mit der Brücke nicht mehr machbar. Da kommt dann wirklich nur noch eine Prothese herausnehmbar, die im Seitenzahnbereich die Seitenzähne ersetzt in Frage. Oder wenn man eine festsitzende Möglichkeit, Alternative haben will, dann bleibt letztendlich in dem Falle nur eine Implantation, wo dann, wie gesagt, nicht jeder Zahn ersetzt werden muss, aber zwei Implantate für eine Brückenkonstruktion bietet sich dann an. Ne? So, wir gehen weiter. Hier sehen wir ein Beispiel im Unterkiefer.
Im linken Bild sehen Sie einen zahnlosen Unterkiefer. Den kann man, wie wir da sehen, durch eine schleimhautgetragene Prothese ersetzen, die einfach draufgesetzt wird mit Kleber, dann sich ein bisschen befestigen lässt, unterstützend befestigen lässt. Aber dort können Sie natürlich vorstellen, wenn Sie auf einer Seite stark kauen, zähes Fleisch oder vielleicht andere harte Nahrung, dann ist es schon so, dass die Prothese nicht immer rückliegt und es doch Probleme beim Kauen führen kann. Daneben sehen Sie zum Beispiel, das wäre jetzt so eine Standardlösung im Unterkiefer, wenn man sagt, ich will wieder richtig komplett fest haben. Der Unterkiefer besteht letztendlich aus 14 Zähnen, wenn man mal die weißen Zähne außen vor lässt. 7 auf der einen Seite, 7 auf der anderen Seite. Wir müssen keine 14 Implantate setzen, um alle Zähne zu ersetzen. In der Regel kann man im Unterkiefer mit 4 Implantaten die kompletten Zähne ersetzen, um da eine richtig stabile Prothese zu befestigen und eine stabile Kaufunktion wiederherzustellen. Hier sehen Sie noch ein Beispiel. Wir müssen es nicht wie hier auf der rechten Seite mit so einer Stehkonstruktion machen, die dann durchgehend ist, wo die Prothese dann wirklich gut drauf sitzt. Wir können auch so eine Teleskoplösung, wie Sie da sehen im linken Beispiel, das wäre eine Lösung, wo die Prothese dann drüber geschoben wird. Wenn die drauf ist, ist die Prothese fest wie eigene Zähne. Wir nehmen die nur, würden empfehlen, die nur runterzunehmen zum Reinigen, abends und morgens der Prothese und dieser Teleskoppfeiler, die der Verankerung dient. Das wäre der Vorteil bei einer abnehmbaren Prothese. Im rechten Bild sehen Sie jetzt eine Prothese, die wirklich draufgeschraubt, fest sitzend verankert wird. Da sehen Sie jetzt von oben durch die Zähne durch, würden da Schrauben eingeführt werden, die die Prothese dann fest unten auf den Gegenstücken der Prothese verankern. Die kleinen Löcher oben auf den Flächen der Zähne würde man mit einer kleinen Kunststofffüllung zumachen, sodass man auch die Möglichkeit hat, im Falle des Falles dort wieder an die Schrauben ranzukommen. Der Nachteil hier ist ganz klar, wir können die Prothese nicht zum Reinigen abnehmen. Die Prothese sitzt fest. Wir können die nur bedingt abnehmen, wenn der Zahnarzt dann die Schrauben wieder löst, vielleicht einmal in 3 Monaten, einmal in 6 Monaten, um die Prothese dann zu reinigen. So, wir gehen weiter im Oberkiefer. Gibt es dieselbe Situation. Hier sehen Sie auch einfach ein Beispiel, links den Kiefer ohne Zähne, ohne Blatt. Mittig sehen wir den Oberkiefer für 6. Jetzt sagen Sie, warum sind da 6, im Unterkiefer 4? Als einfache Faustregel muss man sich merken, der Unterkiefer ist einfach vom Knochen her in der Regel härter als der Oberkiefer. Wir brauchen unten reichen in der Regel 4, für festsitzend sagt man bis zu 6 Implantaten. Im Oberkiefer sagt man 6 für eine herausnehmbare Prothese bis hin zu 8 Implantaten für eine festsitzende Prothese, die dann darauf verschraubt wird. Der Oberkiefer ist etwas weicher und wir benötigen da einfach, um die Stabilität zu erhalten, mehr Pfeiler, sozusagen, deshalb muss man im Oberkiefer einfach mit 2 Pfeilern standardmäßig mehr rechnen als im Unterkiefer. Es gibt auch Konzepte mit 4 Implantaten im Oberkiefer, die dann aber über so eine Stegverbindung miteinander verbunden werden. Durch dieses Steggerüstverblockung bietet natürlich noch ein bisschen mehr Stabilität für die einzelnen Pfeiler. So, jetzt haben wir genug über das Drumherum geredet. Jetzt kommen wir letztendlich mal zu der 3D-Situation. Wo spielt jetzt die 3D-Geschichte eine Rolle? Also, es ist so, bei uns zum Beispiel wird standardmäßig eine 3D-Analyse des Knochens vorgenommen vor der einfachsten Einzelimplantation, weil wir einfach gesehen haben, dass wenn wir nicht nur anhand des zweidimensionalen Röntgenbildes die Höhe, die Länge des Implantats vielleicht bestimmen können, aber zum Beispiel der Durchmesser, die Breite des Implantats, kann in dem Falle vorher schon genau bestimmt werden. Wenn jetzt einer sagt, naja, das muss nicht sein, ich kann das auch mit dem Röntgenbild ein Implantat machen, so haben wir das früher immer gemacht, das ist richtig, so kann man das machen, ist überhaupt kein Problem. Nur den Knochen ideal auszunutzen von Länge und Breite, um das ideale Implantat, wir wollen ja, je mehr Oberfläche das Implantat hat, je mehr Knochenanlagerungsfläche das Implantat hat, je stabiler ist es. Je länger, je
größer vom Durchmesser, je mehr Oberfläche. Also ganz einfach. Wenn wir eine 3D-Analyse des Knochenangebotes machen, können wir einfach im Vornherein, Patienten sitzen dann daneben, wir gucken das zusammen an, wir können das ideale Implantat für die individuelle Beschaffenheit des Knochens heraussuchen und wissen natürlich auch vorher schon, wie Sie da bei Beispiel links sehen, oft im Unterkiefer besonders kommt es zu einem Abbau nicht in der Höhe, sondern in der Seite, im Durchmesser, in der Breite des Knochens, was da zu einer Spitze führt, was im zweidimensionalen Röntgenbild von der Höhe keinen Unterschied macht. Aber wenn wir das dreidimensional analysieren, den Knochen, sehen Sie ganz klar, wenn wir da ein Implantat reinschrauben, in diese Spitze, die Spitze hat vielleicht 1-2 Millimeter, wir wollen vielleicht ein 4 Millimeter Implantat da reinsetzen, das wird nicht funktionieren. Dann wissen wir vorher selbstverständlich schon, auf was uns dort erwartet, dass wir da vielleicht einen kleinen Knochenaufbau, wie Sie dann im zweiten Bild sehen, Knochenaufbaumaterial angelagert wird. Oft kann man das auch in einem gleichzeitig mit der Implantation durchführen, muss nicht in zwei verschiedenen Operationen durchgeführt werden. Man spart dann einfach ein bisschen Zeit. Die Einheilphase des Knochens, wird dann nicht dazu addiert. Und dann haben wir, wie Sie im letzten Bild sehen, genug Breite, um ein schönes Implantat im Durchmesser dort zu befestigen. Beim Knochenersatzmaterial gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da auch einige Fragen zu haben. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Hier sehen wir jetzt nochmal, das wäre so eine 3D-Analyse des Unterkiefers, den wir dann in Schichten teilen können. Und Sie sehen dann da, dass wir einfach diese hellere Substanz auf der linken Seite wäre halt der Knochenaufbau, weil der Unterkiefer dort zu spitz, zu schmal nach oben geworden ist. Und wenn der Knochenaufbau dann funktioniert hat, dann haben wir genügend Breite, um da auch vom Durchmesser her ein tragendes Implantat zu befestigen. Unterkiefer muss man nach unten aufpassen, da läuft ein Nerv, der für das Gefühl der Unterlippe sehr wichtig ist. Von der Länge ist es da auch sehr wichtig, darauf zu achten und die Höhe des Unterkiefers dort individuell zu berücksichtigen. Hier sehen Sie jetzt mal das war eben ein Bildchen, jetzt sehen Sie mal so eine 3D-Analyse im Unterkiefer. Wenn ich das kurz beschrieben habe, ist ein Querschnitt durch den Unterkieferknochen. Sie sehen, wir können da ein Implantat ideal positionieren von Länge und Breite. Unten dieser Kreis, den Sie da sehen, müssen Sie sich vorstellen, ist im Querschnitt dieser Nerv, von dem ich eben berichtet habe, der bis zur Unterlippe vorne geht und die Lippe mit Gefühl versorgt, den dürfen wir natürlich durch die Bohrung oder das Implantat nicht beeinträchtigen. Obendrauf sehen Sie beispielhaft den Umriss der Krone dargestellt. Das Grüne ist der Implantatkörper, der dann letztendlich im Knochen sitzt und einwächst. Hier sehen wir die einfachste Form einer Prothese, einer, sagen wir mal, Totalprothese im Unterkiefer, die einfachste Form einer Befestigung der Totalprothese im Unterkiefer über so zwei Kugelköpfchen, die man auch in eine bestehende Prothese noch einarbeiten kann, wenn man feststellt, mittlerweile ist der Tragekomfort so schlecht geworden, dass man da doch eine gewisse Verankerung zumindest möchte. Ne? Sicherlich kann man uns vorstellen, dass so zwei Kugelköpfe nicht so stabil sind wie 4 von diesen aufbaut oder mit so einem Steg befestigte Prothese. Aber auch so eine einfache Lösung bietet da mit kleinem Aufwand doch schon eine gewisse Stabilität im Bereich des Prothesenhals. Hier, das wäre natürlich eine Konstruktion, die mehr Stabilität bietet. Das kann man sich vorstellen durch einfach eine größere Verankerung der Prothese auf diese Metallrost. So, hier sehen wir jetzt ein Beispiel. Das wäre auch eine 3D-Analyse des Unterkieferknochens, wobei sie jetzt hier in Orange dargestellt sind von der Seite. Das ist dieser Nerv, wovon ich eben erzählt habe, auf den man in der Höhe in der Regel sehr aufpassen muss, dass man dort bei der Bohrung oder beim Einbringen des Implantates diesen nicht tangiert. Und diese roten Pfeiler, sehen Sie, das wären die Implantatpositionen, die genauestens vorher berechnet werden können. Das Gelbe sind die Gelb-Grün hier in dem Fall, sind die Aufbauten, die dann in dem Implantatkörper befestigt werden. Und hier auch mit dargestellt werden sozusagen die späteren Zähne da in Türkis, die da auch schon exemplarisch dargestellt werden. Hier sehen wir auch nochmal so eine genaue Analyse mit Zähnen. Das wäre zum Beispiel
Stellt sich Ihnen auch, gibt es ja auch die Frage, Einheilphase des Implantates oder auf der anderen Seite feste Zähne an einem Tag, ist ein bisschen mit Risiko behaftet. Also einfach zu sagen, jeder kann jetzt feste Zähne an einem Tag bekommen, das ist mit Vorsicht zu genießen. Individuell kann das besprochen werden, das sollte man aber ganz genau abstimmen und ist mit höherem Aufwand an dem einen Tag selbstverständlich geboten. Aber das ist eine Planung, die aufwendig ist, aber wo man dann natürlich auch, wenn das gewünscht ist, an einem Tag die Implantation, die Befestigung einer Prothese mit vorher geplantem Unterkieferersatz oder Oberkieferersatz, je nachdem, durchführen kann. Nicht für jeden geeignet, es muss wirklich individuell sehr gut besprochen werden. Auf den kleinen Bildern da oben sehen Sie, und dass man dann auch die einzelnen Implantate gut planen kann. Im Prinzip muss das wirklich von den Zähnen über die Implantate bis in den Knochen geplant werden, sodass an einem Tag da auch alles befestigt werden kann. Können Sie uns auch gerne ansprechen, aber wie gesagt, das ist nicht für jeden geeignet. Hier sieht man dann zum Beispiel, wie so eine Prothese dann festsitzend auf diesen Implantataufbauten durch Schrauben befestigt wird. In dem Fall hier mit 6 Schräubchen auf 6 Implantaten wird da die komplette Unterkieferprothese festsitzend befestigt. Im Oberkiefer haben wir andere Probleme. In der Regel ist es nicht die Knochenbreite, die uns da Probleme macht und auch nicht ein Nerv, der uns da Probleme macht, wie eben im Unterkiefer, sondern im Oberkiefer-Seitenzahnbereich liegt die Kieferhöhle darüber. Das heißt, wir müssen aufpassen bei der Insertion der Implantate, dass wir nicht zu viel, auch neuere Studien, ein bisschen Kieferhöhle kann man in der Regel so ein bisschen anheben, auch durch das Bohren des Implantates hindurch. Aber wenn es gibt Patienten, da haben wir wirklich nur eine 1 oder 2 Millimeter Höhe im Bereich des Knochens, bis die Kieferhöhle kommt. In der Regel, umso länger man wartet nach Zahnentfernung, umso weniger hat man Knochen, weil der Körper den Knochen, der nicht gebraucht wird, abbaut. Im Sinne eines Prinzips, wenn der Knochen nicht gebraucht wird, um die Zähne zu halten, kann ich die Mineralien sparen und vielleicht an anderen Stellen benutzen. Also, da gibt es natürlich auch Operationsmethoden, um das zu beheben. Eine ganz gängige Methode sehen Sie hier exemplarisch dargestellt. Das Weiße ist die Kieferhöhle mit Kieferhöhlensteinmann ausgekleidet. Unten das Gelbe ist der Knochen und das Rosane ist die Knochen, sagen wir mal, Schleimhaut, die darüber liegt. Sie sehen jetzt, wenn wir jetzt von unten durch die Schleimhaut in den Knochen bohren, dann haben wir vielleicht 1 Millimeter oder 2 Millimeter Knochenhöhe. Das reicht nicht, um ein 8 Millimeter Implantat zu befestigen. Das heißt, wir müssen uns einen Trick einfallen lassen. Das heißt, wir machen ein kleines Fensterchen, wie Sie auf dem oberen rechten Bild sehen, von außen in die Kieferhöhlenwand und eben die Kieferhöhlenschleimhaut, die weiße, dort etwas an, ohne zu verletzen und füllen den Raum zwischen dem bestehenden Knochen und der Kieferhöhle mit Knochenersatzmaterial oder Eigenknochen auf und somit führt es da zu einer Vergrößerung des Knochenangebots. Im letzten Bild unten rechts sehen Sie, dass man dann auch ein Implantat einbringen kann. Das ist gängige Methode, die standardmäßig heutzutage von jedem Implantologen auch durchgeführt wird. Da sehen Sie die Analyse, wieder 3D-Analyse des Knochenangebots, um auch Oberkiefer dort zu analysieren. Wir wissen müssen, also die Planung ist extrem wichtig, um die Operationszeit zu verkürzen. Also wenn man eine 3D-Analyse des Knochen macht, dann weiß man während der Operation, auf was man sich einlässt. Wie viel im Knochenhöhe und Breite habe ich, welches Implantat habe ich, das wird vorher alles geplant, unsere Assistenten bereiten das sehr, sehr gut vor, wir wissen, welches Knochen, wie viel Knochenersatz oder Eigenknochen, das muss besprochen werden, benutzt wird, welche Membran zum Abdecken benutzt wird, dann ist eine gute Operationsplanung anhand des 3D-Analyses Knochen ist eine tolle Voraussetzung, um den OP-Ablauf zügig die Operationszeit zu verkürzen, keine Überraschungen zu erleben und der Patient weiß vorher genauestens, auf was er sich einlässt. Hier sehen Sie auch wieder eine 3D-Analyse des Knochens die gelben Implantatpositionen. Sie sehen halt, man kann das Knochenangebot, dieses hellere,
da auf den Bildern ist halt der Knochen, der vorhanden ist. Man kann das Knochenangebot voll ausnutzen und kann vorher schon ausmessen, welche Implantate dort am besten, bestmöglichst passen. Jetzt lassen Sie uns vielleicht ein paar Worte zum Knochenersatzmaterial verwenden. Also, da gibt es natürlich viel drüber zu lesen und zu hören. Das einfachste Knochenersatzmaterial ist der eigene Knochen. Der bietet Vorteile und auch eigene, der ist körpereigen. Wenn wir in kleinen Portionen brauchen, können wir während der Operation im Bereich des Kiefers, beispielsweise auch beim Bohren, fällt auch schon Bohrknochen an, nutzen und den als Eigenknochen verwenden, um irgendwo vielleicht wieder aufzubauen, in dem Bereich, wo wir operieren. Wenn das nicht ausreicht, gibt es, und wir brauchen größere Defekte, die wir auffüllen müssen, vielleicht ganze Kiefer oder so, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, am Beckenkammschaufel den Knochen zu entnehmen, was auch früher sehr gern genutzt wurde. Der Nachteil des Eigenknochen ist halt, man muss vielleicht irgendwo einen neuen Operationszugang setzen und sehr vielleicht mit einem zweiten Aufwand, die Operationszeit verlängert sich. Mittlerweile können wir auch menschlichen Spenderknochen verwenden, der nicht von Ihnen selbst ist, aber die Beschaffenheit, Proteine sind alle rausgereinigt. Es ist nur noch das Calcium-Phosphat-Gerüst. Das sieht so aus wie dieser weiß-gelbe Sand, den Sie da auf dem Bild sehen. So sieht eigentlich ein Knochenersatzmaterial aus. Sie können eigentlich fast nicht, nur ein geübtes Auge kann es erkennen, ob es vom Mensch, häufig ist auch vom Rinderknochen, was sehr, sehr verbreitet in der Implantologie der letzten Jahrzehnte war, ist der Rinderknochen, auch eine gereinigte Substanz. Mittlerweile gibt es natürlich auch Kunstknochen, ne? Calciumphosphat oder andere Gerüste, die sehen fast alle drei gleich aus. Man muss sagen, alle haben verschiedene Vor- und auch verschiedene Nachteile. Ganz klar. Wir können die mittlerweile auch in solchen Würfeln bestellen, in Ringen für, um Implantat rum. Mittlerweile gibt es die auch für besondere Fälle. Passfertig anhand des 3D-Röntgenbildes genau angefertigt für den Defekt, den wir brauchen. Das erleichtert natürlich die Operation, wenn wir einen Knochen einfach steril auspacken, einen Knochenblock, der schon ideal 3D auf den Defekt, vielleicht mehrere Blöcke, um den ganzen Kiefer wieder aufzubauen, für Fälle, die früher fast nicht mehr zu implantieren waren. Ein 3D-Knochenblock sozusagen. Zeige ich Ihnen gleich gerne auch noch ein Beispiel. Schauen Sie mal hier. Das war ein Fall auch von Patienten von uns. Der hatte also ganz geringes Knochenangebot im Oberkieferbereich, das von der Höhe und von der Breite niemals für eine Implantation ausgereicht hätte. In dem Fall wurden auf den Restknochen angepasst 3 Knochenblöcke, einer links, einer rechts, einer in der Mitte im Frontzahnbereich. Der wurde angefertigt und dann kam der aus menschlichem Spenderknochen. In der Regel werden die, jetzt fragen Sie manche, menschliche Spenderknochen, wird da von Leichen irgendwie der Knochen geholt? Nein, in der Regel ist es so, bei Patienten, die ein neues Hüftgelenk bekommen, wo der Hüftkopf, sehr stabiler Knochen, massiv, der Hüftkopf, der entfernt wird, aus diesem Hüftkopf, das limitiert natürlich die Blöcke auch in der Größe, kann dann so ein Knochenblock hergestellt werden. Ideal passgenau schon gefräst für die Operation. Verkürzung der OP-Zeit mit einem super Knochen. Die Patienten, die Spender sind natürlich getestet und der Knochen ist im Prinzip so gereinigt, dass keine sagen wir Proteinstruktur oder Zellstruktur davon, sondern wirklich nur das reine Calciumphosphatgerüst, aber ideal passend zu einem menschlichen Eigenknochen. Wenn dieser Knochen 6 Monate eingewachsen ist, unterscheidet er sich nicht mehr von Ihrem eigenen Knochen. Der ist quasi zu Ihrem eigenen Knochen dann geworden, weil Ihre Zellen, Proteinstruktur dann da hineinwächst. Sehr schönes 3D-Verfahren, nicht nur für das Implantat, sondern auch für die Herstellung der passenden Knochen. Hier sehen wir auch ein Beispiel, das war eine junge Patientin, wo ich Ihnen gerne ein Beispiel zeigen würde. Schlecht jetzt hier weiß auf weiß zu sehen, aber im linken Bereich sehen Sie den Unterkiefer im Frontzahn. Da war ein Autounfall, die junge Dame hat da einen Verlust im Unterkieferbereich der Frontzähne gehabt. Der Knochen, der dann übrig war, war von der Höhe sehr gut, wie Sie sehen, aber er war sehr schmal. Hat für eine Implantation nicht mehr ausreichen können.
Und anhand von der 3D, dann haben wir uns dann in Absprache mit der Patientin für diese Methode entschieden und haben uns dafür entschieden, uns unten das Blöckchen da, das ist die Außenseite, die einfach aufgesetzt werden kann. Durch zwei Halteschräubchen wird das fixiert. Wir kriegen dann natürlich auch für so eine Planungsoperation von dann immer diese Modelle mitgeliefert mit Knochenblock, dass wir dem Patienten zeigen können, das wird jetzt hergestellt, das ist der Kiefer und wir setzen den Block dahin, befestigen den, wie Sie im rechten Bild sehen und nach 6 Monaten ist der quasi zum eigenen Knochen geworden. Wir haben ideale Voraussetzungen, dann dort in den tollen, breiten, hohen Knochen Implantate für eine schöne prothetische Versorgung dann auch der fehlenden Zähne hier im Unterkiefer durchzuführen. Ja, als letztes sehen wir nochmal da so eine volle Versorgung. Das war auch ein Patient, den wir letzte Woche versorgt haben. Keine Zähne im Unterkiefer, keine Zähne mehr im Oberkiefer. Aufwendige Implantation mit Knochenaufbau. Er sagte einfach, da will ich jetzt nochmal eine tolle Versorgung, als wären es meine echten Zähne. Meistens weiß man erst zu schätzen, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Und er sagt, ich will jetzt einfach da eine tolle Versorgung, Oberkiefer, Unterkiefer. Und da haben wir eine Implantation im Oberkiefer und Unterkiefer durchgeführt. Jetzt nach 6 Monaten Einheilphase konnten wir dann eine tolle Zähne, hier, wie Sie hier sehen, wieder einsetzen, festsitzend. Und Sie können sich vorstellen, beim Lachen, Sprechen, Kauen, hat der Patient letzte Woche noch bestätigt, fühlt er da keinen Unterschied zu einem tipptopp eigenen Gebiss mehr zu vorher. Da stellt sich natürlich auch, wir reden so schön und zeigen tolle Bilder, da stellt sich natürlich auch manchmal die Kostenfrage. Ne? Einzelzahnimplantat, okay, wenn wir jetzt da über eine aufwendige Versorgung mit 6 oder 4 oder sogar 8 Implantaten pro Kiefer reden, es gibt Patienten, die werden beispielsweise mit 8 Implantaten im Oberkiefer und 6 Implantaten im Unterkiefer mit kompletten neuen Tip-Top-Zähnen versorgt. Aber das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Es gibt im Prinzip, vereinfacht gesagt, kann man sich merken, Implantate sind kein Bestandteil der gesetzlichen Krankenversicherung. Im privaten Bereich gibt es verschiedenste Verträge von manchen Versicherungen. Da steht dann im Vertrag verschiedene Verträge, verschiedene Leistungen, dass Implantate 2, 4, 6, 8 bis zur Vollversorgung dann übernommen werden. In der Regel bietet es sich an, weil nicht jeder seinen Versicherungsvertrag so gut kennt, dann vorher auch einen Kostenvoranschlag, das wird immer erstellt. Sie müssen vorher wissen, auf was Sie sich da einlassen, den vielleicht bei der Versicherung einzureichen, um nachzufragen, wie es da mit der Erstattung aussieht. Einmal gibt es dann den Kostenvoranschlag für die implantologische Leistung und für die Prothese oder die Krone, die später drauf gemacht wird. Viele Patienten, die gesetzlich versichert sind, haben zusätzlich so eine Zahnzusatzversicherung, die auch oft dann den Betrag, der dann fehlt, oft dann gut mitversichert haben und die private Zusatz dann vielleicht 60, 80, 90 oder bis hin zu 100% dieser Leistung dann auch übernehmen kann. Deshalb bietet es sich da an, vielleicht sich mal zu informieren. Der gesetzliche Katalog bietet allerdings auch Ausnahmeregeln bei Leuten, wo gar keine Zähne angelegt waren, Lippen-Kiefer-Gaumenspalten beispielsweise oder nach einer Tumorerkrankung mit Bestrahlung oder Chemotherapie, wo das Zahnfleisch nicht mehr so stabil ist, um dort eine Prothese aufzulagern. In dem Falle ist es so, dass man auch einen Antrag bei der Krankenkasse für die Übernahme der Kosten dann stellen kann. Das kommt bei uns, weil wir ein Zentrum sind, wo viele Tumorerkrankungen bei uns in der Gemeinschaftsklinik behandelt werden. Wir haben eine große Onkologie im Hause. Da ist es so, dass wir doch sehr Patienten mit sehr, sehr vielen Risikofaktoren, Vorerkrankungen und auch Tumoroperationen, Bestrahlung im Vorfeld, dann auch über die gesetzliche Krankenkasse mit einer Ausnahmegenehmigung, es geht in der Regel zum Gutachter, dann solche Versorgung anfertigen können. Da sind wir natürlich durch unsere Geschichte im Hause schon etwas spezialisiert auf die großen und schweren Fälle. Trotz alledem muss man individuell schauen, wie man das Behandlungskonzept wählt. Vom Implantation, Knochenersatzaufbau, nehmen wir ein Titanimplantat, ein Keramikimplantat, welches Knochenersatzmaterial nehmen wir, welches ist am besten geeignet für diese Situation,
Wie lange ist die Einheilphase? Was ist als prothetischer Zahnersatz später geplant? Das in enger Abstimmung vielleicht mit Ihrem Zahnarzt, mit dem wir als Chirurgen eng kooperieren. Und natürlich die Kostenfrage. Das sind die wichtigen Fragen, die vor einer solchen Behandlung individuell besprochen werden müssen. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema Implantate, Zahnersatz, 3D-Analyse, warum das heute auch sehr, sehr wichtig ist, darauf zu achten, da eine genaue Planung im Vorfeld durchzuführen, um einfach individuell auf Ihre Bedürfnisse die ideale Lösung in Abhängigkeit von den Kosten und des Aufwandes dann zu gewährleisten. So, dann möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehe selbstverständlich im Chat, wenn wir wollen, noch für Fragen zur Verfügung. Wir schauen mal. Und was, diese Fragen haben wir. Das war nicht zu knapp. Nicht zu knapp. Ja, also erstmal vielen, vielen Dank. Das war ein hochinteressanter, ganz informativer Vortrag. Viele oder einige der Fragen, die die Zuschauerinnen hatten, sind schon im Laufe des weiteren Vortrags teilweise beantwortet worden. Nichtsdestotrotz, ich gehe noch mal so durch das eine oder andere durch. Ein Zuschauer sagte, es geht, was ist bei einer aggressiven Parodontose mit Schädigung des Knochens? Das ist ja dann im Prinzip schon so ein Fall, den Sie gerade eben beschrieben haben, wo das Knochenmaterial untergegangen ist. Und das kann man dann aber auch, weil es ist ja die Parodontose, hatten Sie ja gesagt, ist ja so ein entzündlicher Prozess. Richtig, da muss man auch individuell wirklich schauen. Ne? Also man kann in entzündliches Gewebe, sollte man tunlichst vermeiden, Implantate einzubringen. Das gilt nicht nur für Zähne, das gilt im gesamten Körperbereich. Mhm. Man muss vorab schon sehen, dass wir den Bereich, den wir behandeln wollen mit Implantaten, möglichst keimfrei bekommen. Bei einer aggressiven Parodontose oder Parodontitis, eine akute Entzündung, ist es so, dass ganz spezielle, auch hartnäckige Keime da uns das Leben schon manchmal schwer machen können. Also das lässt sich, man kann nicht einfach sagen, das ist nicht geeignet oder geeignet. Mhm. Man muss wirklich sich den Fall anschauen und auch wirklich diese akuten entzündlichen Geschehen im Bereich eines solchen Geschehens dann erstmal zu behandeln. Ich würde es nicht zwingend ausschließen, weil wir haben mittlerweile auch gute Behandlungsmöglichkeiten, die dann im Vorfeld stattfinden müssen. Also erstmal Ruhe reinbringen, genau, und das kann aber dann sozusagen die gesamte Behandlung natürlich entsprechend auch in die Länge ziehen, ganz bis genau, man dann erstmal quasi die Grundvoraussetzungen geschaffen hat. Ganz genau, das sollte man schauen, weil wir wollen vermeiden, dass später die Entzündung dann am Implantat fortschreitet. Deshalb sollte man das nicht behandeln. Ja. Eine Frage war auch das Thema Lebensdauer. Also Sie hatten zum Beispiel zwei Fälle genannt, wo es um junge Patienten ging. Und bei jungen Patienten stellt sich, ich sage jetzt mal, ohne dass ich jetzt irgendjemandem zu nahe treten möchte, aber jemand, der jetzt 85 ist, der hat natürlich weniger Lebenszeit vor sich, wenn alles gut geht, als jemand, der jetzt wie diese Patientin mit einem Autounfall gerade mal vielleicht 25 ist. Gibt es denn da schon Langzeiterfahrungen? Also man muss sagen, also 50-Jahre-Studien gibt es jetzt noch nicht, aber wir haben ganz gute Langzeitstudien, was 10 oder also 5 oder 10, 5 oder 20 Jahre, das lässt sich ganz gut absehen. Mhm. Und im Hinblick auf die Ergebnisse, die wir, wenn wir gutes Behandlungskonzept an den Tag legen, das ist das Wichtigste. Mhm. Man muss sich genau anschauen, wie ist der individuelle Fall, dann haben wir ganz, ganz sichere Ergebnisse, dass wir da langzeitlich gute Überlebensraten haben. Also wir bewegen uns am Unterkiefer, wenn gute Voraussetzungen sind, im 10-Jahres-Bereich fast, also deutlich über 95%, eher Richtung 100% Überlebensrate nach 10 Jahren. Und im Oberkiefer ist es vielleicht um 1-2% ein bisschen geringer, wie wir eben schon sagten, der Knochen ist ein bisschen weicher. Aber auch da, wenn wir die ideale Behandlung gut planen, haben wir da 10 oder 20 Jahre, sind da wirklich überhaupt kein Problem. Und wie es im Moment ausschaut, auch weit darüber hinaus stellt es kein Problem dar. Es ist ja der Versuch, also ein Implantat ist ja der Versuch, so ein bisschen die Funktionalität, natürlich auch die Optik, aber die Funktionalität des eigenen Gebisses wiederherzustellen. Und da ist natürlich so dieser Gretchen-Moment, das Schneidezahnimplantat. Ja, also ich denke mal, das ist, also diese Seitenzahnimplantate, die haben natürlich sehr viel
Druck auszuüben. Aber hier hebelt man ja schon mal ganz gerne. Und das sind ja Kräfte, die da zustande kommen, die sind ja enorm. Ja, also wenn man sich überlegt, dass man zum Beispiel Autos ziehen kann, indem man einfach nur mal die Zähne zumeißt, da weiß man schon, da ist ganz ordentlich was dahinter. Wie ist das denn bei einem Schneidezahnbereich? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Auch ein Aspekt, also im Schneidezahnbereich muss man, ist es in der Regel, vereinfacht gesagt, schon etwas schwieriger. Auch wichtig im Hinblick auf den Langzeiterfolg des ästhetischen Problems. Also im Seitenzahnbereich, wenn man eine hohe Lachlinie hat, sieht man ja häufig auch die Grenze des Zahnes und das rosane Zahnfleisch. Das ist im Seitenzahnbereich, wenn man sich vorstellt, nach 10 Jahren vielleicht ein, 2 Millimeter Zahnfleischverlust oder Knochenabbau, ist vielleicht nicht so tragisch wie im Frontzahnbereich. Also wenn wir anhand von einer 3D-Analyse einen guten Knochen ausmessen, mit einer ordentlichen Länge der Stabilität, ist es von der Kraftübertragung kein Problem. Wirklich ist es kein Problem. Also der Apfel ist dann drin? Der Apfel ist drin, das Brötchen ist drin, okay. Die Mohrrübe ist drin. Ja. Das stellt wirklich, also im Vergleich zu einem echten Zahn von der Wankerung, keine Herabsetzung dar. Ne? Mhm. Wir müssen nur sehen, viel wichtiger in dem Bereich ist die ästhetische Komponente über die lange Zeit, besonders bei jungen Patienten, die auch schon mal häufig durch ein Trauma, Frontzahntrauma sozusagen, da ein Implantat, einen Zahnverlust verleihen. Also da ist es schon, sagen wir mal, sehr, sehr anspruchsvoll, da gute Langzeitergebnisse zu haben. Aber es ist aber schon so, gibt es denn dann auch die Möglichkeit, ich kenne das jetzt von anderer Endoprothetik, dass man da replantiert, dass man halt sagt, man holt das eine raus und macht das andere wieder rein, weil die ja auch Hüfte oder Knie auch Lebensdauern haben. Ist auch wichtig. In der Regel, toi, 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 halten unsere Implantate so lange, dass wir damit wenig Probleme haben, dass wir die rausnehmen müssen, dass die eine schöne, lange Lebensdauer haben. Aber im Extremfall ist es so. Nur dann muss man sich, kommt die Frage von eben, die wir als erstes hatten, warum verliert man den Knochen? Warum verliert man das Zahnfleisch? In der Regel haben wir dann wieder sozusagen so eine Parodontitis-Form. In dem Falle nennen wir es nicht Parodont, weil es um den Zahn ist, sondern eine Periimplantitis, weil es um das Implantat ist. Das muss man natürlich in so einem Fall auch wie eben erstmal wieder sauber und reizfrei, bakterienarm im Mund wieder ein Milieu herstellen, wo man dann auch eine Chance hat, das vielleicht nach 10, 20 oder 30 Jahren nochmal zu wiederholen. Das geht schon, ist aber wieder mit mehr Aufwand verbunden. Eine Frage gab es, Angstpatienten. Gerade Zahnärzte haben ja damit relativ viel zu tun. Ja. Gibt es da, haben Sie da eine spezielle Herangehensweise? Ja. Also da ist es natürlich so ein wichtiger Punkt, viele Menschen gehen nicht gerne zum Zahnarzt und schon gar nicht, wenn es um eine chirurgische Angelegenheit geht. Eine kleine Füllung oder so hält man vielleicht nochmal aus und denkt, das ist noch so verkraftbar. Wenn es dann um größere Angelegenheiten geht, ist dann doch häufig, dass wir merken, da ist eine gewisse Skepsis da. Das meistens ist das auch der Grund, warum es häufig zum Zahnverlust kommt, weil man sich dann doch dagegen ein bisschen neigt, frühzeitig in so kleinere kariöse oder Parodontalprobleme entgegenzuwirken. Also ist es häufig so, dass wir damit konfrontiert werden. Wir haben es dann im Krankenhaus natürlich einfach und auch in unserer Ambulanz oder Praxis. Also häufig stellt sich auch die Frage, kann ich einfach so kommen? Das wäre nämlich eine der nächsten Fragen gewesen. Brauche ich eine Weisung? Ja. Also es ist so, wir haben eine Praxis bei uns am Krankenhaus, am Evangelischen Stift angeschlossen. Da kann jeder kommen, ohne nur mit Krankenkassen, wie er möchte, zur Beratung, selbstverständlich. Ja. In der Regel vom Zahnarzt mit einem vielleicht einen Auftrag auch geschickt. Aber es kann auch jeder selber kommen, um sich vorzustellen und beraten zu lassen. Da brauchen wir keine rein. Wenn wir dann natürlich feststellen, da steht eine Therapie an, die vielleicht doch besser im Krankenhaus steht, dann die Einweisung machen wir dann natürlich selbst, da brauchen Sie keine Einweisung. Im ambulanten Setting haben wir natürlich auch alle Möglichkeiten, die wir uns vorstellen können. Wir können in örtlicher Betäubung mit einer kleinen Spritzenbetäubung arbeiten. Wir können mit kleinen Beruhigungstabletten arbeiten, was eigentlich die Mehrzahl der Patienten bei uns angeboten bekommt, weil man einfach entspannter ist. Mhm. Eine kleine Entspannungstablette, bevor die Behandlung losgeht, mit ein bisschen Musik, macht das Klima doch schon etwas angenehmer. Wenn das nicht reicht, führen wir natürlich selbstverständlich so den Dämmerschlaf, kleine Sedierungen, kleine Dämmerschlafnarkosen durch, was eigentlich
für die meisten, selbst die sagen, ich schaffe das nur in Vollnarkose, davon schaffen wir 90% auch mit dieser kleinen Sedierung der Maschlag. Man ist natürlich am Monitor, ja. Puls, Oximeter, Blutdrucküberwachung mit gemütlicher Musik, versuchen wir das ganz angenehm wie möglich zu gestalten. Für die ganz harten Fälle, die sagen, ich steige nicht mal auf den Stuhl drauf, egal wie nett Sie das hier gestalten, da können wir auch ambulante Operationen in Narkose anbieten. Ja. Da haben wir einen sehr erfahrenen Narkosearzt bei uns, 2 Etagen über uns, im ambulanten Operationszentrum. Da ist also alles möglich, für jeden Angsthasen was dabei. Das ist aber dann doch schon so, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es schon so, die normale Implantation kann auf jeden Fall in Lokalanästhesie durchgeführt werden, weil das war nämlich auch eine der Fragen. Aber wenn es dann komplizierter und länger wird, dann... Oder da kommt es wirklich auf den Patienten. Ja. Selbst diese großen Implantationen, den letzten Fall, ne, wo wirklich 8 Implantate oder da machen wir vielleicht einmal den einen Kiefer, einmal den anderen Kiefer, damit es nicht zu lange wird. Knochenausfall? Das findet, wenn es irgendwie geht, in einem statt. Ah, okay. Wenn es wirklich kann, macht man es manchmal in 2 Fällen, weil man verliert ein halbes Jahr. Sonst, wenn man jetzt ein halbes Jahr Knochenaufbau macht, vielleicht nochmal ein halbes Jahr, wenn man ganz konservativ macht, dauert es manchmal 1 Jahr, bis die tollen Zähne drin sind. Wenn es irgendwie geht, verkürzt man auf die Hälfte der Zeit. Auch diese großen Implantationen mit 6 oder 8 Implantaten, bei großen Angstpatienten sind in der Regel sehr, sehr gut, wo der Patient hinterher sagt, Mensch, ich war ewig nicht beim Zahnarzt, habe auch die Dinger alle verloren, aber das war eigentlich ganz angenehm, hätte ich mir nicht so vorgestellt. Also selbst bei denen ist häufig, also Narkose ist wirklich nur im Ausnahmefall, wenn der Patient es unbedingt wünscht, nötig. Ne? Auch alle großen Sachen sind in der Regel mit einem Dämmerschlaf gut zu organisieren. Das Thema Knochenaufbau hat das schon so die eine oder andere Frage ausgelöst. Mhm. Ist das eine Vorgehensweise oder eine Operation, die jetzt auch, ich sag mal, beim niedergelassenen Implantologen machbar wäre? Oder ist das was, wo Sie sagen, nee, das ist was, was wir eher so nur in der Klinik machen? Nein, das würde ich nicht sagen. Also auch in unserer Praxis führen wir bis auf natürlich die großen, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen Beckenknochen, das läuft im klinischen stationären Bereich. Das ist aber absolute Ausnahme. Mhm. Ne? Also man kann wirklich weit über 90% der Knochen aufbauen kann man heute durch die modernen Verfahren, auch anhand mit der 3D-Hilfe, kann man ambulant in der Praxis, auch bei uns in der Praxis ambulant, sehr, sehr gut durchführen. Wie lange dauert es denn? Also wenn ich jetzt ein Implantat bekomme, ich meine, man kann es natürlich immer, kommt natürlich immer drauf an, ja, wie kompliziert es, aber sagen wir jetzt mal so dieses klassische Durchschnittsimplantat, alles läuft gut, wie lange sitze ich bei Ihnen auf dem Stuhl? Also auf dem Stuhl, wenn wir das ordentlich geplant haben, 3D geplant und wir haben das besprochen, wir haben den ganzen Papierkram und alles besprochen und Sie kommen dann wirklich am Tag der Implantation zu mir, dann, wir drücken nicht die Stoppuhr, aber in der Regel kommen wir mit 10 Minuten, 10, 12, maximal 15 Minuten mit Röntgenbild anschließend zur Kontrolle, bei einer ganz einfachen Sache kommen wir da aus. Mit Spritze. Ja. Aufmachen. Wir haben vorher geplant, wie viel Breite, das Implantat liegt schon da, wird eingeschraubt. Vorbereitung ist alles. 12 Minuten, würde ich sagen, ist für so eine einfache Implantation eine gute Zeit. Also das ist, das kann man gerade mal so vorm Einkaufen machen. Ne? Also das gehen wir dann abschließend noch irgendwie. Und so im Nachgang ist es dann so mit dem, ich sag jetzt mal, Nachschmerz, mit dem Einheilschmerz. Sie sagen ja, es besteht die Möglichkeit, also ich stelle mir das schon so vor, diese Zähne an einem Tag Geschichte, das ist ja wirklich hardcore, ja, also es ist ja ein Eingriff immerhin, ja, wie hat man denn im Normalfall, wie lange hat man da Probleme? Also wenn wir jetzt von dem ganz Standard ausgehen, ohne Knochen, wie wir eben sagen, diese 10 bis 12 Minuten Geschichte, ist es so, wenn die Betäubung nachlässt, wenn Sie in 2 Stunden vielleicht zu Hause sind, die Betäubung lässt nach, merken Sie schon ein kleines Druckgefühl da. Aber es ist die Patienten beschreiben das immer, kein Schmerz, 1-2 Tage ein kleines Druckgefühl. Also wenn man wirklich nur Zahnfleisch etwas öffnet und wieder schließt, mit 2 Nähten wieder zunäht, ist es ein Druckgefühl für 2-3 Tage. Da, wenn wir dann natürlich die größeren Fälle sagen, mit großem Knochenaufbau, wo dann das Zahnfleisch ein bisschen, weil das ist natürlich schon, da merkt man schon die Schwellung. Und das kann schon für ein paar Tage beeinträchtigend sein. Wir haben natürlich die Möglichkeit für Patienten, die sagen, ich will nicht zu Hause sein oder ich bin alleine zu Hause.
Ich würde gerne lieber bei Ihnen in der Aussicht. Wir haben bestimmte Kühlmasken, die ein bestimmtes Kühlniveau halten von der Temperatur, das ideal für die Schwellungsprophylaxe ist. Wir können mit Antibiotika dann gut arbeiten, wenn Entzündungsbeschwerden sind. Also haben viele Patienten, die auch von weiter weg kommen, die dann sagen, ich würde gerne 2 Tage bei Ihnen bleiben. Das ist mir zu riskant, das ist überhaupt kein Problem. Also es sind dann ja vielleicht auch die Patienten, von denen Sie gesprochen haben, die dann eben nach einer Tumorbehandlung, wo es dann auch von der Einheilung her ein bisschen tricky sein kann. Ne? Also aber auch einfach Patienten, die sagen, oh, ich komme jetzt weiter weg, 50, 80, 100 Kilometer Anreise und mir ist ein bisschen zu unsicher heute Nacht alleine zu Hause und dann bleiben die auch bei uns. Ja. Ne? Das ist gar kein Problem. Super. Also ich kann mich bedanken. Also erstens mal, es war super, dass Sie so viele tolle Fragen gestellt haben. Und vielen, vielen Dank, dass Sie die alle beantwortet haben. Also ich habe jetzt dann auch so ein bisschen weniger Sorge. Also ich habe da schon so einen Kandidaten, da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, ja, dass man da mal irgendwie für Ersatz sorgt. Das ist deutlich unkomplizierter, als ich dachte. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier waren bei uns. Ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns waren. Wer möchte, kann im Nachgang. Wir stellen diese Veranstaltung auch noch online. Das heißt, Sie können die voraussichtlich morgen nochmal ansehen. Es gab da auch eine Frage, muss ich jetzt mitschreiben? Nein, müssten Sie nicht. Sie können unter rzforum.de können Sie das auch wieder nochmal anschauen, wenn Sie bestimmte Dinge nochmal nachsehen wollen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und bleiben Sie gesund. Von meiner Seite auch alles. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die nette Einführung. Wenn Sie auch spezielle Fragen in den nächsten Tagen anhand der Präsentation noch sehen, Sie sehen da unsere Internet-E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Wir stehen natürlich auch telefonisch oder per Internet immer für Fragen zur Verfügung. Perfekt. Alles Gute von mir. Ja, tschüss.